Hallo ihr Lieben, was ist denn hier los? Das dritte Video in Folge? Ja, hier sind wir. Leute, ich habe euch beim Washi Samples Einsortiervideo ja so ein bisschen erzählt, dass ich auch meine ganzen Washi Tapes ein bisschen umsortieren möchte. Und diesem ganzen Thema möchten wir uns heute widmen. Ich habe euch ja diese Boxen hier in dem Video auch gezeigt und dadurch, dass sie gepasst haben und ich es dann ausprobieren konnte, schon mal mit zweien, habe ich das mal ausprobiert und ich habe ja hier diese schmale Alex-Kommode bei mir stehen, ich glaube so wie einige andere von euch wahrscheinlich auch. Und das Gute ist, sie passt perfekt in diese Schublade rein. Und es passen perfekt 3 Stück hintereinander in eine Alex-Schublade rein. Und in diese etwas breiteren, höheren Schubladen passen auch perfekt 2 Boxen übereinander. Also es ist wirklich, es war einfach traumhaft, Leute. Und dementsprechend habe ich mir noch ein paar von diesen Boxen bestellt und wollte da wirklich alle meine ganzen Tapes einsortieren und hier sind wir gerade dabei. Also hier hatte ich versucht, meine ganzen PET-Tapes einzusortieren und so Tapes auf Washi, auf einer Trägerrolle. Hier geht es noch ein bisschen weiter mit den PET-Tapes und wie ihr hier auch schon sehen könnt, ist das Gute, dass man diese Einteilungen sich auch so hinbasteln kann, wie man es eben braucht. Dementsprechend habe ich eigentlich diese vertikalen Abtrennungen meistens rausgemacht, es sei denn, es hat sich irgendwie thematisch angeboten. Ich weiß jetzt nicht, was hier mein Problem war, aber ich glaube, es hat einfach ein bisschen länger gedauert und zwischendrin muss ich einfach überlegen, was für mich persönlich Sinn macht von der Anordnung her, weil es hat sich doch ein bisschen was verändert, sage ich mal, zu dem jetzigen oder zu dem vorherigen Zustand, viel besser gesagt. Insofern, wenn da zwischendrin mal nicht so viel passiert auf dem Bildschirm, dann ist das einfach, weil ich am Überlegen bin. Also in die zweite Box habe ich jetzt so PET-Tapes einsortiert, an die ich jetzt nicht so oft dran muss, weil ich die meisten davon eh dann in meinem Sticker-Album dann haben werde oder habe schon. und das hier ist jetzt die dritte Box. Ich habe hier links angefangen, oben mit den Sustrene-Tapes, die ich habe. Dann kamen hier diese ganzen Regenbogen-Tapes von MT rein. Jetzt kommt eine ganze Menge Idee-Tapes, die ich habe, sei es aus Sets oder einzeln irgendwann mal gekauft. Also die ganze zweite Reihe ist, glaube ich, von Idee. Also da ist jetzt kein anderes dabei, soweit ich das im Kopf habe. Genau. Und ich habe das schon zwischendrin versucht, so ein bisschen nach Farbe zu sortieren, sage ich mal. Das ist jetzt nicht immer aufgegangen, sage ich mal. Weil irgendwann bei Box 8 oder 9 kommen dann doch nochmal welche, die hier zum Beispiel auch ganz gut reingepasst hätten, aber die habe ich dann irgendwo anders mit dazu getan. Also ich glaube, die Aufteilung der Tapes, so wie wir sie jetzt hier heute gemeinsam vornehmen, ist noch nicht so super final. Ich denke, so ein paar kleinere Änderungen werden sich wahrscheinlich noch ergeben, wenn ich auch einfach das sozusagen ausprobiere dann während des Journalings, wie es dann so für mich ist. Und mein großes Ziel war einfach, habe ich glaube ich auch schon beim letzten Mal erwähnt, dass die Tapes so geschützt sind wie nur möglich, weil selbst wenn sie bei mir jetzt hier in den Schubladen sind, da kommen doch irgendwie mal Katzenhaare dran oder einfach Staub oder was weiß ich, irgendwelche anderen Verschmutzungen, sag ich mal. Und ich wollte sie einfach deswegen geschützt haben in einer Box, die man zuklappen kann, wo nichts dran kommt. Und hier habe ich jetzt in der mittleren Reihe, und das geht in der dritten auch weiter, so ein paar eher Schwarz-Weiß-Motiv-Tapes mit dazu getan, sage ich mal. Hier stelle ich auch fest gleich, dass ich dieses braune, gestreifte MT-Tape auch doppelt habe.
Ja, und so versuche ich das so ein bisschen zu ordnen. Oben ist viel schwarz, schwarz-weiß und diese Schmetterlingstapes, die ich habe und eher sowas zum Ausschneiden, sag ich mal. Konfetti haben wir es früher, glaube ich, mal genannt. Ja, jetzt überlege ich, was hier noch so mit rein könnte. Und da hatte ich noch zwei andere Schmetterlingstapes und habe hier noch eins dazu gequetscht auf einer Trägerfolie, was ich relativ neu habe. Dann ja, bin ich mal gespannt, womit es jetzt weitergeht. Die ganzen blauen Tapes wollte ich hier jetzt mal einsortieren. Ich hatte auch vorher überlegt, was für mich Sinn machen würde, ob ich das jetzt irgendwie nach Marke sortiere oder nach Farbe oder nach Thema, sag ich mal. Und ja, es ist irgendwie so ein wilder Mischmasch geworden. Also teilweise habe ich Tapes hier nach Marke sortiert, teilweise ist es eher so nach Stilrichtung, sag ich mal. Also hier habe ich jetzt eher so bläulich und eher was für mich persönlich eher in so eine vintagige Richtung geht, sage ich mal. Also Tapes, die ich persönlich eher zum Collagieren benutze, falls das ein Wort ist, I don't know. Ja, und ich versuche es jetzt so nach und nach irgendwie einzusortieren und farblich irgendwie relativ stimmig zu gestalten. Aber ja, bisher sieht es ganz gut aus, aber an so manch anderer Stelle, ja, klappt das vielleicht nicht ganz so gut. Genau, hier kommen jetzt meine ganzen La Dolce Vita Washi-Tapes. Ich habe ja auch ein paar PET-Tapes gehabt, aber die sind jetzt in der PET-Tape-Kiste gelandet. Und hier kommen noch so ein paar dunklere Motiv-Tapes, sag ich mal, mit dazu. Gut, das ist jetzt nicht alles dunkel, ne? Aber irgendwie hat es für mich an der Stelle Sinn gemacht, keine Ahnung. Ja, ich bin eh mal super gespannt, wie das alles jetzt so funktionieren wird. Ich habe am Ende auch gleich noch mal so ein bisschen das Ergebnis, sag ich mal, euch abgedreht. Ja, und das ist jetzt so der Prozess, sag ich mal. Ja. Hier ist jetzt auch zwischendrin zum Beispiel was Knalligeres dabei mit dem Rot. Irgendwie macht das nicht ganz so viel Sinn, aber irgendwie, ja. Ich weiß auch nicht, was ich mit diesen Einteilungen jetzt machen soll. Wie ihr sehen könnt, so auf der linken Seite habe ich die ja alle einfach erstmal rausgetan. Ich habe sie jetzt erstmal alle in so eine Plastiktüte reingetan, aber ja. Ich weiß auch nicht, ob ich die alle behalten soll oder nicht. Kann ja sein, dass diese Boxen irgendwann ihren Zweck, ja, nicht mehr haben werden, sondern irgendwas anderes für mich machen müssen. Naja, aber ich habe sie jetzt erstmal gesammelt. Kann ja sein, dass ich die noch irgendwie gebrauchen werde in Zukunft. Schauen wir mal. So, eine Box ist übrigens auch leider kaputt angekommen. Ich meine, gute 1 von 10 insgesamt ist ein guter Durchschnitt. Da ist diese Lasche vom Scharnier in Anführungszeichen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders bezeichnen soll. Abgebrochen, was ein bisschen blöd ist. Bei der Kiste wurde es jetzt langsam wirklich ein bisschen schwierig, weil das waren jetzt so einfach die Überbleibsel-Tapes irgendwie, die ich bisher einfach noch nicht einsortiert habe. Und das hat irgendwie von der Logik her gar keinen Sinn dann irgendwann gemacht. Deswegen, das werde ich die obere Reihe auf jeden Fall noch ein bisschen umsortieren gleich, aber erstmal kommen jetzt hier meine ganzen schmalen Tapes, die ich noch behalten habe. Da habe ich auch einige aussortiert, aber viele natürlich auch behalten. Und versuche das jetzt so ein bisschen zumindest noch nach Farbe zu sortieren und suche mir jetzt zumindest alle etwas dunkleren Tapes raus. Ja, hat ganz okay funktioniert. So ein bisschen schwarz-weiß ist hier weiter vorne. Ein bisschen dunkler und ja, hier kommen jetzt noch so ein paar dunkelblaue Tapes, sag ich mal, mit dazu. Und ja, an der Stelle hat es jetzt irgendwie nicht ganz so viel Sinn gemacht. Und ich teile das noch ein bisschen, verteile das noch ein bisschen um. Okay, mein Deutsch ist heute richtig gut mal wieder, wie ihr merkt.
Aber so alles in allem hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Das Originalvideo hier von der Timelapse ging eine Stunde lang. Also eine Stunde habe ich gebraucht, um wirklich alle meine Washi-Tapes hier einzusortieren in diese Kisten. Und ja, ich habe gedacht, ich werde dafür noch länger brauchen. Also ich finde eine Stunde schon ganz in Ordnung. Insofern, ja, hoffe ich jetzt einfach, dass das für mich irgendeinen längerfristigeren Effekt haben wird und dass mir, ja, das, weiß ich auch nicht, so gut gefällt von der Aufteilung her, dass mich das nur noch mehr dazu verleiten wird, meine ganzen Tapes zu benutzen. Ich bezweifle es, aber naja, ein Versuch ist es wert. Und so ein paar Sachen sind jetzt schon so ein bisschen anders aufgeteilt. Insofern hoffe ich schon, dass ich jetzt auch so ein paar Tapes mal wieder verwenden werde, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, die jetzt irgendwie weiter hinten gewesen sind, die ich einfach nicht im Blickfeld hatte in diesen Schubladen. Und ja, so, das war jetzt so, glaube ich, das relativ finale Arrangement aus dieser Kiste. Und hier geht's jetzt weiter mit den Masté-Tapes und so ein paar von diesen Infilmi. Diese großen Klassiki-Rollen haben natürlich nicht reingepasst. Da muss ich mir noch irgendwas anderes dafür einfallen lassen. Und ja, hier ist noch ein Idee-Tape-Set. Und hier habe ich jetzt in dieser Box allgemein all meine, oder allgemein gesagt, jetzt nicht nur in dieser Box, aber ich habe versucht, alle meine Sets, die ich habe, aufzulösen, weil ich hatte noch sehr, sehr viele von diesen Idee-Sets und ich habe das Gefühl, wenn die in ihrer kleinen Kiste irgendwie drin sind, sehe ich sie A nicht und B ist dann noch eine Überwindung sozusagen quasi mit dabei, dass ich diese Tapes einfach nicht benutze. Ein Schritt mehr. Und deswegen habe ich die meisten Tapes aus ihren Kisten jetzt einfach mal rausgenommen, außer diese 5 von AliExpress, die man jetzt hier noch sehen kann. Beim Rest, ja, war ich rigoros und habe diese ganzen kleinen Kartönchen auch weggeschmissen. Insofern können sie auch nicht mehr zurück. Die werden jetzt hier bleiben und ich werde sie alle sehen. bei den 5 Sets, die man hier sehen kann, ist es ja ganz cool. Die haben ja dieses durchsichtige Fenster, sage ich mal. Da ist es ja noch völlig in Ordnung. Aber jetzt diese kleineren Sets, die man am rechten Bildrand sieht, da konnte man ja die Tapes auch gar nicht sehen zum Beispiel. Also die sind bei mir völlig in Vergessenheit geraten, auch wenn ich sie super schön finde, wenn ich sie jetzt so sehe. So, genau. Und mit der Kiste bin ich jetzt auch ganz zufrieden. Und ich glaube, jetzt kommt die vorletzte Kiste, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, hier habe ich erstmal versucht, ob diese Sets auch so reingepasst hätten. Es hätte gepasst, aber es wäre schon ein bisschen wulstig geworden, sage ich mal. Also es wäre kein Spaß gewesen, das dann irgendwann mal rauszuholen. Insofern habe ich diese ganzen Sets, die ich jetzt hier habe, wirklich mal aufgelöst. Mal sehen, ob es das irgendwas bringen wird, dass ich dann diese Tapes irgendwie häufiger verwenden werde oder nicht. In der oberen Reihe habe ich jetzt eigentlich meine ganzen Weihnachtstapes einsortiert. Die kommen jetzt so nach und nach rein. Die meisten sind von Idee, so ein paar sind von woanders her. Eins von MT ist mit dabei, das habe ich auch schon seit Ewigkeiten und das benutze ich auch immer nur zu Weihnachten, ist ja klar. Was soll man denn sonst damit auch machen? Ja, genau. Ansonsten, was ist hier noch dabei? Diese ganzen Travel-Tapes von Idee, die sind auch schon ein Stückchen älter. Und Masté ist hier jetzt noch mit drin gelandet. Hier sortiere ich gerade noch ein schmales Tape mit ein, was ich noch gefunden habe, irgendwo zwischendrin. Genau, da hat man die Kartons jetzt gesehen und das ist die kaputte Box. Ja, da habe ich festgestellt, dass das nicht mehr so gut aufgeht, beziehungsweise zu gut aufgeht. ja, aber glücklicherweise haben mir 9 Stück an diesen Boxen gereicht. Also ich darf jetzt wirklich mir keine neuen Tapes mehr zulegen, ich habe keinen Platz. Und wenn, dann muss irgendwas anderes dafür gehen. Ja, hier habe ich jetzt meine ganzen Punkte-Tapes einsortiert, meine Backups von diesen Schmetterlings-Tapes, dann diese Infilmi-Tapes, falls ihr euch noch an die erinnern könnt, das sind die einzigen 3, die ich behalten habe. Ja, und das war's.
So, ihr Lieben, hier gibt es nun den finalen Stand meiner Washi-Aufbewahrung. Ich habe hier so ein paar Sachen jetzt aus den Schubladen, die da jetzt nicht mehr reinpassen. Unter anderem meinen Fotodrucker, diese Mini-Stempel, die beiden großen Rollen von Classic-Key, einige PET-Samples, die ich noch gefunden habe. Diese Rolle hier, die ich damals aus Rostock geholt habe. Warum habe ich das R gerade so unnötig gerollt? Naja, jedenfalls wollte ich euch noch das Endergebnis zeigen. Und zwar ist es so cool bei den Boxen, denn es passen drei Stück einfach nebeneinander. Und es geht einfach perfekt auf. Es ist so gut. Also ist es auch nicht mehr viel Platz nach hinten. So viel Platz ist dann quasi noch da, also nicht mal ein Finger breit so ungefähr. Und ja, also so sieht es jetzt derzeit aus. Ich bin ziemlich zufrieden damit. Es ist jetzt ein bisschen was anders geworden, sag ich mal, in der Aufbewahrung. Zum Beispiel hier diese ganzen Classic-Tapes, die ich hier oben habe, waren eigentlich eine Etage weiter unten vorher. Hier hinten habe ich jetzt so so diese Streifentapes, aber auch nicht alle. Also vielleicht schraube ich noch so an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen rum. Aber ja, also ganz viel Schwarz-Weiß, dann eher so Motiv-Tapes. So, dann haben wir hier unten noch mehr buntes Zeug. ja, also hier sind meine ganzen schmalen Washis. Dann hier zwei gestreifte, die jetzt nicht da oben mit dabei sind. Da bin ich eher nach den Farben gegangen. Dann sind das hier fast alle meine PET-Tapes und so Motiv. Washi-Tape, sage ich mal, auf Trägerfolie, so wie die hier oder von La Dolce Vita hier hinten. Von denen habe ich von den meisten jetzt was in meinem Sticker-Album, deswegen die brauche ich eigentlich nicht so häufig und von denen da hinten eigentlich auch. Ich greife die ganze Zeit daneben, weil ich durch das Handy gucke. genau, also von denen habe ich auf jeden Fall von allem was in meinem Sticker-Heft und von denen, ja, so größtenteils häppchenweise zumindest. Also so ein paar Überreste sind noch da. Ich könnte mal demnächst mal wieder was ausschneiden und reinkleben. Aber an die beiden Kisten muss ich jetzt im Normalfall nicht ganz so häufig dran, sozusagen. Genau, und dann haben wir noch diese letzte Schublade hier. Und das ist eigentlich, oder ist das jetzt die letzte Schublade? Doch. Genau, hier habe ich jetzt meine ganzen La Dolce Vita Tapes zum Beispiel, so ein paar Motiv-Tapes auch. Dann habe ich hier unten drunter, ihr habt ja auch gesehen, ich habe größtenteils meine ganzen Sets auch aufgelöst jetzt. Zwei sind übrig geblieben, zum einen dieses von MT mit dem, by the way, ja, da liegt eine Bohrmaschine, keine Ahnung, was hier abgeht, aber ja. Also, ein Set ist noch übrig und das hier auch noch. Und die Hobby-Tapes hier habe ich völlig vergessen. Die habe ich jetzt in der Aufbewahrung einfach mal gelassen, weil das hat gut gepasst. Dann habe ich hier so einige von diesen Sets. Also eigentlich die beiden Reihen hier sind alles Sets von AliExpress gewesen. Hier ist ein Set von Idee zum Beispiel, auch Idee. Dann habe ich hier meine Neon-Tapes und diese Holo-Tapes. Hier ist alles, was eher so ein bisschen vintage-iger ist, sage ich mal. Also hier Ling Tianning, ja, und noch so ein paar andere, sage ich mal. Dann, was haben wir hier? Hier sind auch noch einige Sets quasi. Also hier sind alle meine Weihnachtstapes von Idee größtenteils. Hier sind noch so ein paar andere mit dabei. Beziehungsweise das ist von MT. Das hier sind auch alles von Idee-Sets, außer die drei. Also das ist auch von Idee, aber gut. Dann sind hier noch so ein paar Motiv-Washis und einige von Masté. Und da hinten sind eigentlich nur noch so
meine Backups, also meine Schmetterlings-Backups, dann die drei, die ich noch behalten habe von AliExpress, von diesen Infilmi-Tapes hießen die, glaube ich. Hier sind auch noch zwei Weihnachtstapes von, also die sind so stickermäßig, sag ich mal. Und noch so ein paar andere aus dieser Reihe, sag ich mal, von Idee und meine Pünktchen-Tapes. Und das war's jetzt, Leute. Und wie ihr hier jetzt auch sehen könnt, also es passen auch zwei von den Boxen perfekt übereinander in diesen etwas breiteren Schubladen vom Alex Regal, Kommode, wie nennt man das? So, und so sieht es gerade aus. Also drei Schubfächer habe ich nach wie vor voll damit. Aber es ist jetzt auf jeden Fall um einiges ordentlicher. Und ja, ich bin gespannt, wie es dann so während des Journals dann so sein wird. Weil man muss natürlich entweder es so aufmachen. Oh Gott. So. Oder halt rausnehmen und dann aufklappen, je nachdem. Und das ist natürlich vielleicht nicht ganz so praktikabel, als wenn sie hier jetzt einfach so wie früher in so Kartons und anderen Aufbewahrungsformen, sag ich mal, hier einfach so lose drin lagen. Da hatte man das schneller zur Hand, sag ich mal. Aber so sind sie auf jeden Fall geschützt vor Staub und vor Katzenhaaren. Und das war mir auf jeden Fall sehr wichtig. Und wenn ich irgendwie mal was habe, wie, keine Ahnung, ich will mal im Wohnzimmer was machen, dann kann ich mir ein, zwei Boxen einfach mal mitnehmen und drüben irgendwas machen und sie einfach wieder ganz schnell mit zurücknehmen. Okay, das ist also quasi erstmal das vorläufige Endergebnis. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, dass ich euch versucht habe, hier mal so ein bisschen mitzunehmen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi!